Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und heute geht es um Elektro-LKWs und dass die so viel besser sind als alle Verbrenner dieser Welt. Bleibt dran. Transport und Environment. Das ist eine Studie aus Holland, Axel. Agora. Nicht zu verwechseln mit Angora, das okay. Ist ein Häschen. Okay, und die sagen, also Elektro-LKW. Die sagen, 2035 ist ein Elektro-LKW besser als diese. Effizienter, besser. Ja. Ich finde die Aussage so mutig. Höchstwahrscheinlich verkaufen die Elektro-LKWs, davon muss man wohl ausgehen. Aber. Ja, das ist ja eine Studie. Ne? Soll aber eine neutrale Studie sein. Aber du, eine Studie wird immer von irgendjemandem bezahlt. Ja. Das sollten wir immer dabei wissen. Ne? Also diese Studie wurde definitiv nicht von einem Verbrennermotor herstellenden Unternehmen bezahlt. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber bis 2035 soll es tatsächlich so sein, dass jeder LKW, der 100% mit Elektro läuft, im Betrieb billiger sein wird als ein Diesel-LKW und in der Anschaffung und das gleiche Gewicht und die gleiche Reichweite wie ein LKW der alten Bauart aufweist. Axel, wir hoffen beide, dass wir 2035 noch leben, aber gesund nicht. Sind und sind vielleicht sogar noch Filme machen. Sind wir da nicht Rentner? Aber dann gucken wir, dann können wir beiden alten Säcke mal zurückgucken und sagen, ob das wirklich so ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das in 10 Jahren aufholt, gerade bei der Geschwindigkeit, die wir jetzt vorlegen. Und wenn wir eins haben, haben wir im Moment ein Problem mit Strom. Diesel und Benzin ist ja noch da und jetzt fangen wir an, immer mehr auf Strom zu packen und uns die eine Energiequelle, die wir haben, immer noch wichtiger und aufgeblasener zu machen. Ob das der richtige Weg ist, eine Frage mal in den Raum gestellt. Es ist ja hier ein sehr spezieller, diffiziler Bericht und dann steht hier unter anderem, dass die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass ein LKW nicht mehr als 800 Kilometer pro Tag zurücklegt. Okay, können wir einen Haken dran machen. Und wenn du den Text weiterliest, dann sagen sie, ja, danach kannst du ihn ja aufladen. Aber was hier gar nicht erwähnt wird, und das ärgert mich, ist, der gute Spediteur, der fährt 800 Kilometer der gute Disponent oder ein gutes Unternehmen, fährt 800 Kilometer in der Tagschicht, dann hältst du den Rüssel rein in den Dieseltank und dann kommt die Nachtschicht. Geht ja hier nicht mehr. Muss ja 4 Stunden aufladen. Ja, wenn 4 Stunden. Also darüber wird gar nicht gesprochen. Ein LKW kann doch auch im Schichtdienst fahren. Das sind die effektivsten LKW, die wir haben. Mit 200.000 Kilometer im Jahr. Aber dann kannst du das ja nicht, weil er 4 Stunden aufladen muss. Erstens. Zweitens ist in diesem Bericht nicht einmal das Wort des Wiederverkaufs erwähnt worden. Bei den PKWs macht das irgendwann in einigen Jahren nicht mehr so sein, wie es heute ist. Aber heute wird ein Diesel-LKW, wenn wir ihn verkaufen, ins Ausland verkauft. Da wird er noch viele Jahre genutzt. Schau mal, hier, guck mal, den E-LKW irgendwie. Das geht ja mit Gas, schon los. Da irgendwo, wo die heute schon eine Dieseltankstelle suchen müssen, aber die haben keine Ladesäulen, auch nicht in 2035. Nee. Und wenn ein LKW, wenn wir als unseren LKW nicht im Zweitmarkt kalkulieren, dann wird der so unfassbar teuer. Weil wir kalkulieren ja den Restwert mit ein nach 4-5 Jahren. Und unsere LKW, die sehen ja aus wie neu. Und deshalb haben wir auch hochwertige Scania-LKWs gerade im Fernverkehr, weil sie einen hohen Wiederverkaufswert haben. Ja, und eine Sache, die auch nicht berücksichtigt worden ist, hier ist ja ganz klar die Ladeinfrastruktur, die wir in den 10 Jahren brauchen. Und Axel, wir beide wissen ganz genau, wie schnell 10 Jahre vergehen. Wir sind ja schon 15 Jahre zusammen. Mhm. Treffen uns aber auch mit anderen. Wir sind da für eine offene Beziehung. Offene Beziehung. Aber es ist aber einfach so, dass in 10 Jahren, wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir wirklich ganz Deutschland einmal aufbuddeln müssen, neue Kabel verlegen, Infrastruktur schaffen, damit wir auch große Mengen an Strom in die Verbraucher bringen. Wo der Strom herkommt, eine ganz andere Frage. Aber alleine wie er von der Erzeugung bis zum Verbrauch gehen soll, wenn wir das in 10 Jahren in Deutschland verbuddeln wollen, dann haben wir eine Riesenaufgabe vor uns. Leutemäßig, also arbeitskräftemäßig und auch da vom Equipment her.
das wird schon eine fast nicht zu stemmende Aufgabe sein. Und da können die LKWs nachher so effizient sein, wie sie wollen. Wenn wir aber vernünftige Leitungen und vernünftige Widerstände an den Ladesäulen haben, diese Querschnitte, dann muss ja richtig was durchgehen. Aber das scheint immer irgendwie so vergessen zu werden bei diesen Diskussionen. Man konzentriert sich auf das Machbare und vergisst das, was schwierig ist oder vielleicht gar nicht funktioniert. Und bei den PKWs wird uns das kurz über lang auf die Füße fallen. Und beim LKW tun wir so, als wenn es das alles nicht gäbe und als wenn wir alles so durchziehen können. Also ich persönlich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, innerhalb von 10 Jahren so ein Netz aufzubauen, dass wir wirklich hier auf unserem Hof unsere LKWs laden können oder wo auch immer auf der Autobahn. Ja. Aber wer soll das bauen? Wer soll das planen? Und am Ende, wer sitzt in dem Bagger oder wer hat die Schaufel in der Hand? Also da wird, glaube ich, noch das größte Problem sein. Und diese Strommenge, die so ein LKW braucht. Also wenn ich unseren E-Smart bei mir zu Hause, wenn ich abends Feier mache, an die Steckdose anschließe, an die normale, ist es nächsten Morgen voll. Ein E-Smart. Ne? So eine Leitung, die du für so einen großen LKW brauchst, ist ja unglaublich. Ja. Und du brauchst ja durch den Fernverkehr, den wir alle tätigen, ja ein dichtes Netz. Und was noch hinzukommt, wollen die Fahrer das? Finden wir die Fahrer, die das wollen? Ja, also man muss auch wieder den ganzen Fahreralltag danach umstellen. Gut, dafür sind wir Spediteure bekannt, das können wir, das kriegen wir auch irgendwie hin. Aber bei den Entwicklungen am Fahrermarkt, glaube ich, wird das nächste Problem sein. Aber okay. Aber du, die Aussage kann ja stimmen, dass es effizienter ist als Diesel-Lkw, wenn 2035 uns der Diesel-Lkw zum Garaus gemacht wird, indem sie 8 Euro pro Liter genau, sind. Dann ist er natürlich günstiger. Zack, effizienter. Zack. So kann man auch eine Studie aufbauen. Gut, so, Axel hat das ganze System durchschaut. ich werde ihm noch mal ein paar andere wichtige Fragen stellen. Vielleicht weiß er auch noch die Lottozahlen von morgen. Bis dahin, allzeit gute Fahrt. Vorletzte. Für mich ist es der letzte.